So, wie versprochen, kommen wir jetzt zum Let's Play Worms Clan Wars. Ich hatte ja schon vor, glaube ich, 2 Wochen gesagt, wo das Spiel rausgekommen ist, dass ich ein Let's Play dazu machen werde und nicht nur ein LPT, wie wir das mit Nils, Hatice und Sebastian machen und vielleicht kommen noch ein paar andere von uns dazu, sondern ich wollte jetzt einmal mal hier einen Singleplayer dazu machen, weil bei Worms Revolution letztes Mal haben wir das ja nicht gemacht. Da haben wir nur den Multiplayer gespielt. Da haben wir auch ein bisschen so, habe ich mal ein bisschen in den Kommentaren gelesen, dass der Story-Modus doch ganz cool wäre und deshalb, Entschuldigung, habe ich mir vorgenommen, das ab jetzt hier auch zu machen. Der kommt dann immer, beziehungsweise das LP, die neue Folge davon, kommt dann immer donnerstags raus, 20 Uhr. Um 18 Uhr kommt ja immer unser Multiplayer von Worms Clan Wars raus. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin der Donny, beziehungsweise Tim, habe schon mehrere LPs gemacht für uns hier von Sny Gaming. Ja, wir fangen an mit dem Story-Modus. Da kann ich euch direkt ein, zwei Sachen zu sagen. Und zwar, das erste hier oben ist das Tutorial. Deshalb ist er schon grün. Das werden wir gleich nochmal machen. Das wusste ich ja nicht, als ich das, wenn man das Spiel startet, wird das gemacht. Ich finde, wir sollten das trotzdem einmal kurz machen, damit wir ein bisschen was kennenlernen. Und es ist so, dass das ganze Spiel hier begleitet wird von irgendeiner weiblichen Stimme, die auf Englisch mitlabert, das labert, was sie unten als Untertitel in Deutsch sehen können. Ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, soll ich jetzt mitlesen, soll ich die Frau reden lassen? Ich werde die reden lassen, weil es extrem nervig ist, wenn ich dabei nämlich auch rede. Dann ist das so, wie wenn zwei Leute gegeneinander reden. Das habe ich auf jeden Fall gerade versucht, das kam nicht gut an bei mir. Wenn ihr irgendwie eine Lösung findet, wie ich die Frau ausmachen kann, dann sagt es mir. Oder wenn ihr das so gut findet, dann lassen wir es so. Auf jeden Fall nicht wundern, wenn ich nicht rede, während die Frau redet. Ich gebe ihr dann einfach mal den Vortritt und ihr müsst dann einfach unten mitlesen, was auf Deutsch da steht. Ja, ansonsten fangen wir jetzt hier einfach mal direkt an. Ich weiß nicht, wie lang so eine Folge sein wird, ob es jetzt mal 10, 15, 20 Minuten werden, dann müssen wir mal gucken, so wie gerade die Mission ist. Jetzt habe ich schon drauf gedrückt und wir lassen die Frau reden. I found a Stonehenge-like temple from this era once. Magnificent. Took some blowing up, I can tell you. So, what we got? Looks like Mesmer's hypnotized worms are holed up pretty securely here. Ich denke, es wäre prudent, sie zu entfernen, nicht wahr? So, also wenn ihr es jetzt gelesen habt, habt ihr es jetzt gelesen. Und dann fangen wir mal an. Also das wird jetzt das Tutorial sein dazu. Achoo! There you are! Oh, you look like a good chap to be in a scrap with. That's one of the enemy goons over there. Afraid you're going to have to eliminate pretty much all of the baddies. Remember, we need to get that ancient artifact, the stone carrot, back from Mesmer. Or you'll all be his slaves. Then I'll have to kill a lot of you, and I have a garden party this weekend too. Wie gesagt, ich hoffe, ihr findet das nicht komisch, dass ich in dem Moment da nicht rede. Ja, ach, jetzt habe ich das übersprungen mit dem Bewegen rechts und links. Ja, das sollte ja klar sein. Mit Shift links kann ich springen. Kommt gerade, wird von der Regie vorgegeben. Um schnell einen Salto zu machen, zweimal Shift links drücken, halte links rechts gedrückt, um die Sprungrichtung zu ändern. Ja, also zum Beispiel Vorwärtssalto, jetzt bin ich hier in den Berg, oder schöner Rückwärtssalto. Das kennen wir ja noch. Sammel diese Waffenkiste ein. Ich wundere mich echt, warum hier die Fraps bei den Spielen nicht so gut sind. Ja, die FPS, nicht die Fraps. Fraps ist Aufnahmeprogramm, mit dem ich nicht arbeite, sondern mit Dig Story. Aber ich kriege hier angezeigt, dass es nur 15 sind und das ist extrem wenig. Ja. Mit Shift rechts wählst du eine Waffe, mit links rechts und hoch runter navigierst du. Gut, Shift rechts. Dann wählen wir mal die Flammenfaust aus. Man kann es auch mit der Maus machen. Ich mache es jetzt einfach mal hier mit der Tastatur, wie es vorgegeben ist. Leertaste löse ich das Ganze aus. Bam. Ja, und dann sagt er wonderful. Jetzt soll ich da unten entlang. So, soll den umbringen. Und da ist der gute Mann tot. Und wenn jemand tot ist bei den Würmern, ist es ja immer so, die explodieren, ne? Und die Explosion klingt wirklich richtig schön, finde ich. Und er ist auch tot, der gute Mann. Jetzt muss ich da unten lang.
Das Wasser haben sie... Ist eigentlich immer noch dasselbe wie von Worms Revolution, ne? Ninja-Seil. Mit Shift rechts öffnest du die Waffenleiste. Das hatten wir ja schon. Jetzt wähle ich da oben einfach das Ninja-Seil aus. Und bin oben. Jetzt zu dem Kontrollbuch gehen. Durch Einsammeln dieses Kontrollpunkts wird dein aktueller Levelfortschritt gespeichert. Wenn eine Mission fehlschlägt, kannst du erneut von diesem Punkt beginnen, indem du bei Kontrollpunkt neu starten auswählst. Was eigentlich total logisch ist, ne? So, die Dinger können ja gar nicht mal so... Die können schön weit springen. Eigentlich müsste ich es auch dahin schaffen jetzt. Richtig. Und jetzt im nächsten... Zack. Also warum die FPS hier so niedrig sind, das muss ich noch herausfinden. Wehe, hier schreibt jemand drunter, ich habe einen schlechten PC. Ah ja, genau, die Uzi habe ich jetzt gezogen. Jetzt soll ich den Typen da oben kaputt machen. Gut, dass ich ihn am Anfang nicht getroffen habe. Lass kurz warten. Immer schön mit einem Rückwärtssalto hoch, ne? Sammel diese Waffenkisten ein. Jetzt geht's in den Luftangriff. Gucken, ob die Frau wieder labert. Jetzt wird dir erklärt, wie die Kamera anders einstellen kann. Zum Herschwenken mit Einfügen und Entfernen verkleinerst du das Bild. Das Ganze kannst du aber auch wunderschön mit der Maus machen. So, jetzt der Luftschlag. Mit links, rechts und hoch runter bewegst du die Zielanzeige. Mit Tab stellst du die Richtung des Schlages ein. Mit Leertaste feuerst du. Also eigentlich alles so, wie es bekannt ist. Jetzt mache ich es mal mit der Maus. Na, wo ist Tab? So. Also da sind doch echt einige Frame-Einbrüche dabei. Und die guten Jungs sind jetzt alle tot. Das heißt, ich habe gewonnen. Well done. You're practically in one piece, and the enemy got a bloody nose for their trouble. That'll learn them. It's not how I'd have done it, though. As a crypt creeper, about now I'd have had a rare artifact in my backpack, and this museum would be on fire. But still, jolly good effort. Ja, vielen Dank. Hab wohl scheinbar eine gute Leistung gehabt. Und jetzt gehen wir wieder raus hier. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten richtigen Mission an. The pit of screaming adepts. This museum display reminds me of the time the people of the Angulu Basin were cursed by an evil stone amulet. I saved them by diving into the pit, grabbing the amulet, and blowing the pit to Kingdom Come, which unfortunately set off a volcano and killed a bloody lot. Right, you'd better get cracking and sort out Mesmer's brutes. Ja, ich hoffe, das ist für euch so in Ordnung. Ich lasse die Frau reden, guck gerade, was sie redet und guck, dass wir bei der Übersetzung an der richtigen Stelle sind. Und dann starten wir jetzt Würmer ausrotten. There's your man in the field, fully briefed on the mission by me. You would have expected, but not. I got mixed up and briefed one of the enemy worms instead. Sorry, might be prudent to kill them all. Ja, also ich muss mal wieder alle umbringen, ne? Ja, Bazooka, ne? Dann werden wir das Ganze mal hier schon starten. Und den ersten Wurm da direkt vor mir mal umbringen. Aha, jetzt sind die auch mal dran. Und gegen wie viele Würmer spiele ich da, wenn ich das richtig zähle? 5, 9, also 10 insgesamt waren es. Oh oh. Glück gehabt. Was war das? Nicht so viel Glück gehabt. So. Dann werde ich mal den da oben umbringen, weil der. Wie treffe ich den so? Ich glaube, ein bisschen zu niedrig.
Alter. Jetzt sind die beiden oben alle tot. Ich bin rechtzeitig weggerannt. Okay, jetzt passiert was. See this doorway? I very much suspect it's some kind of doorway. Look, the enemy know I've worked out the doorway's special secret too. They're getting very edgy. You, Machumbly, need to dispatch those bad lads without further ado. Beastly, but necessary. Hello. Hello. So, das heißt, jetzt gehe ich darüber. Wahrscheinlich, wenn ich hier drüber hinweg bin, komme ich da nicht mehr da lang, ne? Also nicht hier entlang. So. Jetzt ist der Felskauer dran. Und der hat jetzt über Springen gedrückt, oder was? Jetzt kriege ich den Hinweis, dass diese eine Kiste nützlich sein könnte. Granate. Mit hoch runter ziehst du mit Tab. Veränderst du die Zündzeit. Halte Leertaste gedrückt, um die Schusskraft zu erhöhen. Lass Leertaste los und bla bla. Ja, Granaten. Das ist ja noch so eine Geschichte, ne? Ich konnte Granaten bei Bombs Revolution nicht so gut. Ich versuch's jetzt mal. Ja. Das sieht so aus, als hätte ich's mal hingekriegt. Boah, da habe ich jetzt Glück. Sonst wäre ich da fast vergiftet worden, wenn ich nicht da rausgegangen wäre. Dass ich hier die ganze Zeit mit dem Johnny spiele, das finde ich ja gar nicht gut. Ich glaube, der Singleplayer wird mich richtig gut machen in Bezug auf den Multiplayer, dass ich dann den anderen überlegen bin. Oh, der trifft nicht. Glück gehabt. So, gehe ich jetzt nach da oben oder nach unten? Ich gehe nach unten. Aber ich mache hier nicht alles mit der Granate. Das ist ja auch irgendwie... Wobei es sich hierbei gar nicht... Ich würde es sogar anbieten. Ich lege das Ding einfach dahin und gehe weg. So, zwei Sprünge machen. Bumm. Und die ist weg. Was macht er? Überspringen drücken? Er hätte so eine Granate einfach runterwerfen können. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich wieder da hochkomme. Aha. Das kann ich ja mal kurz rauszoomen. Also die Frames sind hier wirklich nicht so der Hammer. Das wird schwer. Mit aller Gewalt da oben gegen? Oh oh. Also. Wir merken, Granaten werfen ist immer noch nicht so super. Jetzt kann er nämlich eine darunter werfen, aber das wird auch nicht so einfach. Jetzt trifft er sich selber. Ja, das ist ja natürlich blöd. Jetzt hilft mir das Spiel. Aber ich möchte wieder näher kommen. Oh, da ist der nächste Kontrollpunkt jetzt offen. Okay. Was habe ich denn da in der Hand? Zeit für einen weiteren Zug. Jetzt kriege ich sogar noch ein bisschen Leben. Also es ist schon eher gerade einfach, ne? 50 Gesundheit, das ist halt... Und den nächsten Punkt erreicht. Noch vier Würmer habe ich vor mir. Und jetzt? Was kommt jetzt? Ach, das sind die zwei Fetten da unten. War das einfach so ein genereller Hinweis darauf, oder? Dynamit? Ja, Dynamit ist natürlich geil, vor allem bei den Dicken. So. Habe ich jetzt auch unendlich Dynamit, weil das wäre eigentlich ungewöhnlich. Oder nur ein. Den stelle ich ja immer eigentlich gerne zwischen die Leute. Oh nein!
Und jetzt kommt der... Das war der Fette, der hat aber nicht so viel kaputt gemacht, wie ich gedacht habe. Oh! Er trifft natürlich auch. Was sind denn diese Magnete? Halten die... Die halten doch bestimmt etwas fern. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir nicht da jetzt mit einer Bazooka reinschießen, sodass es ferngehalten wird. Ich spring einfach mal rüber. Ich hab... Boah, Glück gehabt. Ich dachte gerade schon. Komm, oder komme ich... Doch, doch, ich komme rein. Alter, was war das? Keine kleine Explosion. Ah, ich habe so einen Pömpel da in der Hand. Jetzt sehe ich's. Und jetzt kommt noch der letzte Wurm. Gonta ist das. Was macht der denn? Also das kriegt man ja eher so ein bisschen geschenkt gerade hier, ja? Das müsste es jetzt eigentlich schon gewesen sein. Splendid work. But it's not back to Pinkle Manor for cucumber sandwiches and witty banter with the butler just yet. We need that stone carrot back from Mesmer. Pronto. Ja, Mission gemeistert. Vielleicht hätten wir uns auch ein bisschen mehr länger das dann mal angucken können. Angucken sollen. Ja, keine Ahnung. Wir machen das jetzt so, weil ich jetzt nicht weiß, wie lange die nächste hier geht. Ich werde so gucken, dass ich immer so 2 Missionen mache pro Folge. Ja, also ich denke mal, das müsste zeitlich ganz in Ordnung sein. Das heißt also, ich werde die erste Folge an der Stelle beenden. Werde mal gucken, wie das mit den FPS ist, ob ich das noch ein bisschen besser machen kann. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich freue mich über euer Feedback. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ich vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte. Wie gesagt, wir sehen uns bei der nächsten Folge bei einem anderen Let's Play. Macht's gut und bis dahin.